Moin moin Leute, jetzt gibt es ein Video zum Vergaser einstellen. Dafür braucht ihr zwei Sachen. Einmal hier einen Schlitzschraubenzieher und euer Gehör. Das war's dann auch schon. Was ihr macht ist, ihr fahrt erstmal das Moped warm, dass der Motor einmal so richtig schön warm ist, dann kann man das besser einstellen. Und das habe ich jetzt schon gemacht, deswegen mache ich meinen Motor jetzt einfach mal an, lass mal den Leerlauf laufen und dann machen wir einfach mal zusammen einen kleinen Test und stellen das Standgas richtig ein. Hier an den beiden Schrauben dreht man nämlich, das hier ist die Standgasschraube, damit stellt ihr ja die Drehzahl im Leerlauf ein und das ist die Gemischschraube, da stellt ihr das Gemisch im Leerlauf ein. Die Drehzahlschraube hier kann man ganz gut identifizieren, weil die meistens noch eine Feder dahinter hat, das sieht man jetzt bei mir leider nicht. Alles klar, das Moped ist an und bei mir läuft die jetzt im Stand. Falls sie bei euch im Stand nicht läuft oder zu unregelmäßig, müsst ihr hier, das ist die Drehzahlschraube, die müsst ihr nach rechts drehen. Ich demonstriere das mal kurz, dann wird die Drehzahl erhöht und dann wird die bei euch anspringen. Ja, ihr merkt, die dreht höher. Das brauche ich in meinem Fall aber jetzt nicht. Was ich jetzt machen möchte, sobald sie läuft, ich drehe die Gemischschraube hier und gucke erstmal, bei welcher Einstellung das Moped am schnellsten im Standgas läuft. Was man machen kann, ist die hier komplett reindrehen und dann anderthalb Umdrehungen zurückdrehen. Das ist meistens so eine Standardeinstellung. Manchmal ist es auch mehr, zwei. Ich kann die einfach mal komplett reindrehen. Eine halbe, noch eine halbe und noch eine halbe. Ja, ihr merkt, dreht noch ziemlich langsam und jetzt kann man halt einfach mal weiter gucken, wann sie schneller dreht. Ja, das dauert immer ein bisschen. Ja, sie dreht schneller. Drehen sie zum Beispiel wieder langsamer. Ihr hört selber, jetzt ist das Gemisch gut eingestellt. Jetzt drehen wir die Schraube einfach so weit raus, dass es sich schön anhört, dass es ein schönes Standgas ist, dass es nicht so schnell läuft. Ihr selber, die dreht richtig hoch, das Gemisch ist also gut eingestellt. Wir wollen nämlich die maximale Drehzahl bei der Drehzahleinstellung rausholen, mit Hilfe der Gemischschraube. Und was wir jetzt machen können, wir drehen jetzt an der und reduzieren die Drehzahl. Wir drehen jetzt quasi nach links, also wir drehen die raus. Und dann könnt ihr einfach nach Wahl eure gewünschte Drehzahl im Standgas dann justieren. Beispiel so. Ihr könnt natürlich auch machen, dass sie unregelmäßig läuft. Ja, das war es eigentlich schon. Da gibt es nicht viel zu sagen. Bei den Kettensägen, die haben manchmal noch eine Schraube, die haben eine dritte Schraube. Da könnt ihr dann die maximale Drehzahl einstellen. Wir haben ja jetzt hier die Zündspule und die haben wir dann entrosselt. Ja, das könnt ihr dann leider nicht machen bei eurem Moped. Die Drehzahl, die Maximaldrehzahl variieren, das geht nur bei anderen Vergasern. Ja, das war's dann schon.